Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play James Camerons Avatar, das Spiel. Und naja, letztendlich meinem Let's Play dazu. Und im letzten Part hatten wir ein Duell gegen, naja, Tangella. Und ein Problem, Munitionsknappheit. Aber wir haben ja zum Glück die Knatterpanks. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall die dritte harmonische besorgen, um die in den Emulator zu speisen. Ja, das ist voll der Emo, der Lator. Und ja, unsere Aufgabe ist es jetzt erstmal zum Zielpunkt hinüber zu watscheln. So, erstmal nachladen. Man weiß ja nie, was auf einem zukommt, ne? Ah, ich vermisse diese schönen Orte von den Navi. Diese schönen leuchtenden, die hatten mir doch sehr gefallen. So, geh down. Achso, das geht ja wenigstens ganz Da gut. sind sie. Hoch! Hoch mit dir, genau. Ah ja, hier sind wir am Zielpunkt, alles klar. Und wir können jetzt das einfach umgehen, indem wir hier den Teleporter aktivieren. Ach so, der war schon aktiv. Na egal. Ah ja, Moment. Bevor wir das vergessen. So, und dann wisst ihr was? Und dann sprechen wir hier einfach und dann war's das. Okay, machen wir. Also ja, Kendra will, dass sie nach Höllentor zurückkehren. Oh, wir haben schon wieder ein Level-Up, alles klar. Geht ihr wirklich wie beim, ja, Brezelbacken oder sowas? Oder beim Brötchenbacken und tschüss, wir hauen mal ab. Das interessiert uns hier nicht. Genau. Ups, das war ein Schlag gegen das Mikro. Und annehmen. Und ab geht's ins, ja, ins Höllentor. Nein, nach Höllentor. Warum nennt ihr es eigentlich Höllentor? Ich kann es auf jeden Fall nicht beantworten. Es heißt halt einfach so. Kann man nichts machen. So. Und dann wieder hinein in diese gute Stube, um den nächsten Auftrag wahrscheinlich zu erhalten. Denke ich mal. So. Aufgesetzt. Nee, abgesetzt. Die Maske. Und dann können wir hier nämlich weiter entlang. Schön hier hindurch. Und hinein in den Fahrstuhl. Wie viele Folgen waren das jetzt schon wieder am Stück? 8 oder 9 Folgen, die ich aufgenommen habe? Wenn wir jetzt bei Part 31 sind, ist es die 9. Folge dann. Naja, gut. Jen, Sie sind zurück. Schnell, laden wir die Harmonika hoch. Und seien Sie vorsichtig, Ryler. Hier wird es allmählich etwas unangenehm. Falco hat versprochen, mir eine Kugel in den Kopf zu jagen, falls der Emulator nicht einwandfrei funktionieren sollte. Das war bestimmt nicht sein Ernst. Er hielt mir dabei eine Knarre an den Kopf. Mir war das ernst genug. Schnell, laden Sie die Harmonika hoch. Gut, machen wir. Also, Monroe möchte, dass Sie die dritte Harmonika hochladen. Machen wir. Und zwar jetzt. Sie haben ganze Arbeit geleistet. Mein Programm funktioniert natürlich. Wir brauchen nur noch eine Harmonika und dann sollten wir wissen, wo der stillgelegte Seelenbrunnen ist. Und dann? Dann bringen wir den Emulator zum Brunnen. Wissen Sie was? Als Signalexpertin wären Sie die ideale Kandidatin, um den Emulator zu bedienen. Ich? Nein, danke, Doktor. Das entscheiden nicht Sie. Wenn der Emulator in die falschen Hände gerät, könnte es katastrophal enden. Ich werde Falco meine Empfehlung mitteilen. Apropos Falco, Sie sollten sich für Ihre nächste Mission bei ihm melden. Na gut, ja, Falco, Hallöchen mal wieder. Wir haben die harmonische, Sir. Jetzt hören Sie mal zu. Ich will, dass Harper ausgeschaltet wird. Sofort. Wenn Sie zu inkompetent sind, seinen Avatar aufzuhalten, dann zerstören Sie gefälligst seine Verbindungskammer. Schaffen Sie das oder muss ich mir einen richtigen Soldaten dafür suchen? Wird erledigt, Sir. Die Aufklärung zeigt Verbindungssignale in den hängenden Gärten. Plural, also mehrere. Schalten Sie sie alle aus und denken Sie an die harmonische. Wenn Sie mich noch einmal enttäuschen, werfe ich Sie aus der Luftschleuse. Wegtreten. Wie bitte was? Ja, wir müssen auf jeden Fall zu diesen Gärten reisen. Hallo? Was ist das denn für ein Arsch? Das musste jetzt mal so gesagt werden. Das musste jetzt wirklich so gesagt werden. Also, das geht ja mal gar nicht. Der ist ja nicht mehr ganz knusper. Naja, wie dem auch sei. Erstmal wieder hier in die Schleuse hinein. Die Quarantäne des Fuhrparks wurde Ja. aufgehoben. Die Quarantäne des Fuhrparks. Aufgelassen. Alles klar. Na gut, wie dem auch sei. Auf zum nächsten Ort. Wohin soll's gehen, Chef? Ja, die hängenden Gärten. Achso, die hängenden natürlich. Ja, da will ich hin.
Die hängenden Gärten. Mithilfe der Fertigkeit, ja, also das hatten wir schon. Aber das Bild sieht toll aus. Das, ja, das kann man nicht bestreiten. Das Bild sieht wirklich sehr toll aus. Aber dann wollen wir mal sehen, was uns hier denn Schönes erwartet. Also das Spiel sieht wirklich so nochmal komplett anders aus. Die hängenden Gärten, meilenweit nichts als Baumkrone. Die RDA hat diese Zone vor 5 Jahren aufgegeben. Wo sollen wir denn landen? Lassen Sie das meine Sorge sein. Marineinfanteristen wollten hier eine Landezone einrichten. Doch der Dschungel sah das anders. Er wucherte so schnell, dass sie schließlich aufgaben. Und alles zurückließen. Keiner weiß, wie es jetzt aussieht. Perfektes Versteck und eine Verbindungskammer. Also gut, da wären wir. Da unten sind sie auf sich gestellt. Keine rettenden Luftschläge, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Kendra kommt mit dem nächsten Flug. Oha. Also hier geht's erstmal ganz schön rund, ja? Das müssen wir mal so sagen. Und die sehen wirklich erschreckend groß aus, die Navi. Na gut, keine Zeit hier zu verlieren. So, wir müssen hier auf jeden Fall erstmal ordentlich für Furore sorgen. Im speziellen Sinne, versteht sich. Ich brauche hier so ein Aufladungsteil. So ein Nachladegelöt. Gedöns. Ja, hörst du auf auszuweichen? Okay, die EP sind mir sicher. Sehr schön. Na, wo bist du? Hier. Da hast du dich versteckt. Ja, was ihr könnt, das kann ich auch. So, Röms. 4 der 10 Navi töten. Ach, das ist schon wieder sowas. Wo mir natürlich, dass er nicht angerechnet wird, ne? Ja, man muss es halt nicht so ernst nehmen, ne? Oh. Röms. So, ein bisschen hier für Ordnung sorgen. Na komm, lass dich... treffen hier. Kann doch nicht so schwer sein. Und die Hälfte ist geschafft. Ah ja doch, hier haben wir was zum Aufladen. Sehr schön. So, das aktivieren wir mal ganz schnell. Wo waren wir jetzt? Ja, wie so ein Wegschreiben ist das in Teso, also die Elder Scrolls Online. Aber nein, ich habe doch die Waffe nicht gewechselt, hallo? Okay, 6 sind erledigt. Gucken wir mal zu den 7. rüber. Gut. Ja, schön denen die Arbeit machen lassen. Und dann, ja, den Kill absahnen. So kennt man es doch, ne? Und einfach mal vorstürmen. Dann wird das schon passen. 9. Brems. Da sorgt man mal ein bisschen hier für Ärger. Okay. Mission abgeschlossen. Sehr schön. Haben wir ja jetzt ja jemanden, mit dem wir reden können. Aber erstmal heile ich mich. Dann Munition nachladen. Unser Plan ist wohl mächtig in die Hose gegangen. Bis wir den alten Radar wieder zum Laufen bringen, sind wir hier draußen blind. Ich kann es reparieren. Ich brauche nur Ausrüstung. Ja, da liegt das Problem. Die Ausrüstung hat ihr Ziel verfehlt und ist auf der anderen Seite dieser Felsen gelandet. Wir müssen uns also da durchsprengen. Wo ist Bum Bum Batista? Er sucht westlich von hier nach Pulver. Dort ist ein altes Versorgungslager. Soweit ich weiß, wimmelt es dort von V-Hunden. Kriegen Sie den alten Repulsor ans Laufen, um sie zu verjagen. Wenn Sie das erledigt haben, kann Batista die Sprengsätze zusammenbasteln. Alles klar. Also, Winslow will, dass Sie den Repulsor im alten Nachschublager reaktivieren und dann mit Batista sprechen. Machen wir. Wo müssen wir genau lang? Das sieht aus wie schnurstracks geradeaus. Also, naja, da so in dieser Richtung lang. Aber wir haben doch hier bestimmt irgendwo ein Fahrzeug. Ja, haben wir sogar. Also nutzen wir das doch gleich. Wenn wir es uns doch einfacher machen können. Ja, ich sag doch, Wendekreis wie so ein LKW. Also, hier rum. Gehst du hier lang? Danke. Dieser Skorpion wäre natürlich auch sehr schön. Ist das jetzt der richtige Weg? Es sieht so aus. Na, den müssen wir nicht umfahren. Wir haben noch ganz gut umfahren. Na, hier so. Reicht es aber. Oh. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht sonderlich weit komme mit dieser Karre. Weshalb wir zu Fuß weitergehen sollten. Oh. Naja. Aber zunächst erstmal hier den Unrat aus dem Weg schaffen. Das sollten wir ja wohl hinkriegen. So, das dauert jetzt nur ein bisschen. Aber kein Problem, wir haben ja Zeit.
Eigentlich ja nicht, aber egal. So. Ach Gott. Ja. Ganz nett, dass es sie gibt, aber man hätte auch irgendwie drauf verzichten können, oder? Ja, und das alles für 15 EP. Naja, wenigstens das etwas. Kann ich gebrauchen. Ja, das brauchst du mir jetzt nicht bei jedem zu sagen, aber egal. Ja, ihr da hinten, ihr könnt ja mal zusehen, wie ich hier die Pflanze zerschieße. Naja, immer diese schöne KI. Naja, was soll's. Zweimal nachladen, dann sollte es down sein. So. Man könnte ja nachzählen, wie viel Schuss das pro Magazin sind, aber egal. Und gleich sollte es down gehen. Geht doch. Okay, weiter nun. Na, hier lang. Immer schön hier lang. Ach ja, hier waren diese Natterwölfe, aber hier muss es lang gehen. Hier muss es eindeutig lang gehen. Wir hauen am besten ab. Immer mal schön im Zickzack. Dann sollte das relativ gut funktionieren. So, wo lang? Hier rum. Genau, und dann schnurstracks nach rechts. Ah ja, hier kann ich mir einen Munitionsnachfüller aufbauen. Ich habe jetzt schon, glaube ich, 10, naja, gut, nicht 10, aber so an die 5 verschiedenen Begriffe dafür ausgedacht. Aber egal, was soll's. Die haben wir ein bisschen abgelenkt. Und da kommen wir unserem Ziel doch schon etwas näher. So, ein bisschen in Zickzack. Ja, diese Rolltechnik, die ist halt wirklich ganz gut, muss ich sagen. Was? Stress hier? So, das soll ich nicht... Aua! Leere sein. Ach, gehst du weg hier? Gibt's aber nicht. Also hier, die Wölfe, die sind ja wirklich ganz schön gefährlich. Ach ja, hier haben wir den Repulsor. Zack. Achso, das ist der erste dieser beiden. Okay. Genau, bleibt mir schön fern. Bleibt mir schön vom Leib. Ja, wenigstens hat das einen Vorteil. Irgendeinen Vorteil muss es ja auch mal haben, ne? So, das war Repulsor Nummer 1. Also muss ja hier der zweite auch in der Nähe sein. Eine Nachladestation. Und Repulsor Nummer 2. Sehr schön. Ja, schön. Schön mit dem Auto nachgekommen. Ja, toll. Wir hatten hier, ah ja, genau den Teleporter noch entdeckt. So sieht es aus und jetzt können wir endlich mit ihm reden. Wo steht er denn genau? Na gut, bloß gut, dass der uns nichts tut. Also, dass wir dagegen wohl immun sind. Gehst du weg hier. So, du auch noch? Ach komm. Sie leben also noch. Hurra! Ja. Ich sehe mir den Sprengstoff mal an. Mist, die Zünder sind völlig durchgerostet. Wenn wir was in die Luft sprengen wollen, brauchen wir neue. Südwestlich von hier habe ich einen abgestürzten Helikopter gesehen. Vielleicht sind noch einige Zünder aus den Raketen brauchbar. Bringen Sie sie zu Winslow. Er wird wissen, wo er sie zünden muss. Alles klar. Na, sehr schön. Also, Demo 101. Batista hat sie gebeten, Zünder von der alten Absturzstelle zu besorgen und sich dann bei Winslow zu melden. Machen wir, machen wir. Okay. Dann hier aber... Was, hier kann ich nicht durch? Schade. Na gut. Wir schnappen uns mal so ein Fahrzeug. Und dann schauen wir mal. Wo müssen wir genau hin? Ja, das ist auch natürlich gleich der nächste Weg. Alles klar. Also, auf halbem Wege, den wir gekommen sind, können wir zurück. Oder? Ja doch. Und dann geradeaus... Ja, doch, das sieht ganz einfach aus. Hoffen wir auch, dass es so einfach ist. Ja doch, immer nur diesem Weg folgen. Hier lang. Ach du Hilfe! Ach du Hilfe! I believe I can fly. Oder so könnte man jetzt singen. Aber mit meiner Stimme geht das gerade nicht mehr. Ja, ist ja auch kein Wunder, wenn ich hier schon 9 bis 10 Folgen am Stück aufnehme. Wen wundert es dann? Holla, die Waldfee. Ich sag dazu mal gar nichts. Ich sag dazu mal einfach gar nichts.
Hilfe! Ja, ihr macht meine. Ich fahre doch mal einfach hindurch und hoffe, dass ich dem Ziel immer näher komme. Wenn nicht schon wieder so ein mörderischer Sprung irgendwo auf mich wartet. So, hier haben wir das Lager. Die Absturzstelle, besser gesagt. Hier erstmal raus. Hier nachladen. Hier macht euch erstmal ganz kurz von dannen. So, bist du? Da ist zum Beispiel einer. Ich hab dich gesehen. Ja, hier. Und da noch. Oh, oh, heilen. Gut, dass es die Heilung gibt. Ja, das heißt irgendwas mit genetische noch was. Für mich ist das die Heilung. So, Punkt aus. So, Zünder. Geht doch. Warum nicht gleich so? Gibt es hier eine Teleportstelle? Scheinbar nicht. Scheinbar wirklich nicht. Das ist schade. Das hätte uns eine Menge Zeit gespart. Weil wir so erstmal wieder den ganzen Weg zurück müssen. Warum? Warum kann man hier nicht noch so ein Teleporter-Gelöt hinbauen? Das wäre viel angenehmer gewesen. Na gut, dann eben nicht. Naja, jetzt ist die Frage, ob ich auf diesem Wege wieder zurückkomme. Vielleicht auch nicht, ne? Das könnte gut sein. Ich weiß es wirklich nicht, ob man hier zurückkommt. Ach, komm hier, nicht hängen bleiben. Ach Gott, nein, nicht umkippen, nicht umkippen, bitte nicht umkippen, danke. So, dann hier links rum. Ich versuche das jetzt echt. Nein, das wird nicht klappen. Das wird so nicht klappen. Ach komm, was soll's hier? Die Karre überlebt das, das ist ja kein Problem. Ach komm, beweg dich, danke. Zum Glück hast du nicht getroffen. Wir sind jetzt hier. Wir müssen da irgendwie rechts wieder raus. Nein, wir können auch geradeaus wieder raus. Also diese Karre, die mit der kann man hier ja einen Blödsinn zusammenfahren. Das ist schon nicht mehr feierlich. Okay, dann hier hinauf, nehme ich an. Ja, dann kommen wir hier weiter. Das hat euch nichts genützt, genau. Ja, aber die Karre ist bergauf nur wirklich ziemlich langsam. Das ist ein großes Problem, wie ich finde. So, jetzt bin ich ja hier wieder an dieser Stelle. Ja, ihr könnt mir ruhig versuchen zu folgen. Das wird euch nur nichts weiter bringen. Oh, gucken wir mal, wo kann ich hin? Ich kann dorthin. Okay, wir kürzen das alles mal ein bisschen ab. Also auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal die Sprengsätze. Nein, diese Zündkabel oder sowas. Die Zünder! Na gut. Dann wollen wir mal mit dir reden. Hat's geklappt? Ist erledigt. Batista ist manchmal ziemlich dämlich, aber nützlich. Wir können jetzt mit der Räumung beginnen. Bringen Sie diese Wände zum Einsturz und sprengen Sie sich dabei möglichst nicht selbst in die Luft. Okay, also Winston möchte, dass Sie zwei Felswände sprengen. Oh, wir haben schon wieder einen Level-Up. Das ist sehr schön. Okay, verbesserte Heilung. Noch besser. Umso besser. So, dann müssen wir hier was sprengen. Wo denn? Da drüben, oder was? Ah ja, hier. Na gut. Erstmal abhauen. Hier müssen wir wahrscheinlich erstmal ein bisschen Sicherheitsabstand nehmen. So, gucken wir uns das doch mal von Weitem an. Bums. Genauso sieht das aus. Wo ist der zweite Sprengsatz? Ach, da oben? Wie komme ich da hoch? Ah ja, nehmen wir doch einfach mal diesen Weg. Na gut, ja, hier Escape wieder gedrückt. Dann aktivieren wir diesen Zünder oder diesen Sprengsatz. Und dann gucken wir mal, was Schönes passiert. So, da ist er. Und rüps. Schön, haben wir erledigt. Also. Verflixt, ich glaube, wir haben Gesellschaft. Na super, wir haben eben gerade die Tür aufgemacht. Das hört sich nicht gut an. Es sind so viele Natterwölfe. Es muss einen Weg geben, sie aufzuhalten. Bin dabei. Okay, die Meute. Winslow möchte, dass sie die Angriffe der Natterwölfe beenden. Ja, das möchten wir auch. Das möchten wir alle, oder? So, wie beenden wir die jetzt am besten? Am dümmsten? Gucken wir doch mal. Wir rennen mal zu diesen Punkten. Ach ja,
Dann setzen wir hier mal einen Sprengsatz. Na, das ist ja jetzt nicht wirklich herausfordernd. Hier hinunter. Danke. Schnell mal nachgeladen. Falls wir ein paar Schüsse brauchen. So. Hier, die halten wir mal ein bisschen auf. So. Da haben wir den nächsten Sprengsatz, den wir setzen können. So, und nun? Was haben wir jetzt davon? Achso, hier gibt es noch ein paar... Oh, oh, weg hier! Ausweichen, hallo! Den Ausweichmove, bitte! Wieso konnte ich jetzt... Achso, ich bin verlangsamt noch. Ah, das ist ja gemein. Kann ich das hier nicht zerstören? Oh, Gott sei Dank, dass ich... Oh, das war jetzt gerade ein Stressmoment. Aber egal. So. Da habe ich hier drüben doch noch was übersehen. Habe ich mich zu früh gefreut. Aber das schaffen wir trotzdem jetzt noch. Ja, hallo Natterwölfe. Hallo. Schön euch zu sehen. Haust du ab. So, Sprengsatz ist gesetzt. Also halten wir das hoffentlich hier auf. Dann gucken wir uns das mal an. Und Röms, Ziel erreicht. Sie haben ihr Ziel erreicht. Sie haben gut reagiert. Ich wünschte, sie wären vor 5 Jahren hier gewesen. Im Dschungel haben wir viele gute Leute verloren. Okay, jetzt wo der Weg frei ist, müssen Sie einen Motor knacken und zum Laufen bringen. Einen Motor knacken? Reparieren Sie den Generator. Dieser Sektor gehört zur alten Garde der RDA. Die Ausrüstung ist älter als ich. Die Energiezelle ist leer. Gehen Sie nach Süden zur Nachschubabwurfstelle. Bringen Sie von dort eine Energiezelle nach Norden, um den Radar einzuschalten. Alles klar, also Akku leer. Winslow will, dass Sie im Süden nach der Batterie suchen und dann das Radar im Norden wieder in Betrieb nehmen. Okay, machen wir, aber nicht mehr in diesem Part. Das machen wir nämlich im nächsten Part und ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Fürs Zusehen danke ich euch allen und deswegen sage ich, im nächsten Part von James Camerons Avatar das Spiel, sieht man sich!